Okay, Charaktererstellung. Das ist ein typischer Friseurbesuch. Das sieht immer so aus. Ganz ehrlich, typisch. Das immer. Genau so. Da kommen auch plötzlich... Die Haare kann er... Warum? Warum ist das alles so... Ach, da sind Männer dazwischen. Also, können wir... Danke. Oh, die sieht bitchig aus, das mag ich. Ich nehme die bitchy. Ich nehme die bitchig aussehende. Oh Gott! Das ist ein unnormales Haarverhalten. Oh, können wir wieder... Oh, gelb. Es gibt gelb. Es gibt gelb. Ich will wieder gelb. Heller geht nicht? Das sieht nicht gelb aus. Ich will mal ein grün-gelb. Gehen die auch heller, bitte? Die Musik ist immer noch laut. Ich will ja etwa... Pupillengröße erstmal, Drogi. Wir machen ein bisschen kleiner, damit man das Grün besser sieht. Ich könnte natürlich auch so machen. Ich will die jetzt nicht so abändern. Ohrmuschel. Ich will da jetzt nicht so rumspielen. Ich will jetzt Haare schneiden. Oh Gott. Ui, up. Ui, up. Ich will jetzt nicht. Das ist nicht kleinere Nase, das ist einfach dran gezoomt. Ist das die Nasenhöhe? Nee, das ist die Nasenhöhe. Nasentiefe? Das ist auch nicht die Nasen. Ich will, dass das ein bisschen kleiner. Nee, was machen wir hier? Ah. Nee, so spitz. Nasenlochbreit. Wo ist denn die. Ja. Aber der Mund irgendwie... Breiter. Ja, breiter, danke. Chat, ich bin gleich bei euch. Ich muss hier gerade Beauty machen. Oh, schön. Oh mein Gott, wie sieht die Haare? Oh mein Gott. Dankeschön, Caruso, für die Unterwitz. Und hallo, Caruso. Was ist das? Achso, das... Oh ja. Hä? Das ist so braun schon? Warte mal, wir brauchen... Ja, so ist gut, oder? Ich bin weiß, passt schon. Ich bin einfach komplett weiß. Das hat echt viele... Oh, das sieht nach einer typischen, also so richtig Haardesignerin aus. Die Oberteile gehen alle nicht. Alter, was ist das? Ja, okay. Wir fangen ja, also wir sind ja... Aber die Schuhe gehen schon, oder? Wir sind ja also Anfänger, nicht wahr? Hallo, Leonie Kuni. Okay. Wir sind ja neu, also das heißt, wir machen ein bisschen Gelb rein und ganz bisschen, nee, das Grün. Lockenstärke. Was ist das? Lockenradius? Oh mein Gott. Ich bin Richter. Das sehe ich, ich bin Richter. So. Antrag abgelehnt! Oh mein Gott, das Unkraut unten. Naja. Präzisionsschnittlänge.
Also. Das sieht besser aus als die langen Haare. Ich sag, wie es ist, aber gut. Oh. Allein diese Zipfel, die da dran sind. Was ist das? Was ist das? Ich mach sie einfach lang. Ich mach sie einfach lang. Passt schon. Speichern. Die Brittany. Die Brittany. Genau, danke. Cheers. Ciao. Wir sind die Brittany Cheers. Also, ich habe doch schon gespeichert. Brittany Cheers ist da, sehr gut. Gesichtsscan? Nee. So, Kampagne. Bist du bereit für ein neues Friseurabenteuer? Ja, bin ich. Danke. Jetzt darf ich die wahrscheinlich nicht spielen. Hey there. I hope you're ready to learn. Hairdressing can be quite the challenge, let me tell you. Ich hoffe auch, dass wir bereit sind. Also, das, ihr seht nichts Schlimmes nicht. Da steht einfach Jordy's Barber Piece. Keine Ahnung. See this young woman over there? That's Posey. One of my regulars. Posey ist ein ganz schwieriges Wort. Das reimt sich auf was ganz Böses. Quite the free spirit. Sometimes even an airhead. She has some lovely curls that sadly she doesn't take good care of. Sometimes it's better to straighten them out and put on a layer of decent hair dye. Probably shouldn't give her a lecture about hair care afterwards. But it won't stop me from trying. Willkommen bei Hairdresser Simulator. Träumst du von einer Karriere als Friseur oder fasziniert dich das Thema einfach? Hier werden deine Träume wahr und du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen. Verwende die Maus, um dich umzusehen. Das bin ich nicht! Verwende die WASD-Taste, um dich im Salon zu bewegen. Achso, das ist meine... Oh mein Gott, Kundin. Also wir haben aber ein ähnliches Outfit, sage ich mal so. Besser. Hallo, Plata y Salud. Haarwaschstation und drücke E, um mit der Arbeit am Kunden zu beginnen. Setzen Sie sich doch, ne? Wir kennen uns zwar noch nicht, wir haben auch nicht Hallo gesagt, aber ich war's schon mal, ne? I don't know what was worse for my hair, the road trip there or living in a tent. I tried to take care of it. In the end, I was too busy having fun. It was my first big music festival after all. Now that Thanksgiving is around the corner, I want to make sure my family isn't too worried about me. Grandpa already doesn't think I have a real job. No need to make him think I'm a swamp witch. Ich dachte, sie hat Locken. Warum hat sie jetzt schon glatte Haare? Das muss ich ihr doch erst machen. I'm way past trying to explain what being a freelancer means. Fühle. You gotta pick your battles. Was benötigt, also ist das jetzt, ist das Rechtsklick? Wahrscheinlich, rot wahrscheinlich das, ne? Um das benötigte Werkzeug auszuwählen. Ein Menü mit verfügbaren Werkzeugen wird angezeigt. Halte, um das Wasser aufzudrehen. Die Dusche ist das wichtigste Werkzeug beim Haarewaschen. Ziele auf das Haar der Kundin und halte, um das Haar der Kundin einzuschäumen. Shampoo sollte auf gut durchgefeuchtetes Haar aufgetragen werden. Wähle erneut die Dusche aus und halte, um das Shampoo aus den Haaren der Kundin auszuspülen. Ich
Ja, so, erstmal das Gesicht waschen, du stinkst. Wie drehe ich mich? Achso, oh mein Gott. Schön. Madame, es muss nass sein. Das ist Zaubershampoo. Plötzlich sind ihre Haare weiß. Ich weiß nicht, ob du das möchtest, Klepi. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so meine Zukunft ist. Da ist noch Blubberblasen. Hör auf, das ist noch nicht fertig. Da ist... So. Schön. Also, ich bin fertig. Und du? Ich setze mich dann mal, ne? Also, normalerweise macht man da ein Handtuch drum. Aber ich kann natürlich auch einen Wet-T-Shirt-Contest draus machen. Klar. Bevor du mit der Arbeit... Also, wenn meine Friseurin das machen würde, würde ich aber weinen. Wähle den Haartrockner aus und halte... ja, genau. Stimmt da nicht schon das ganze Studio? Wir sind versichert. Ist ja nicht meins. Ich mache ihr eine richtig wilde Föhnfrisur. Da könnt ihr aber drauf Gift nehmen. Alter, wenn das so schnell ginge, ne? Ich hätte nie wieder Probleme. Du kannst auf das Hologramm klicken, um alle Haare außer dem angeklickten Bereich zu halten. Außerdem kannst du die Bereiche durch den Schalter über dem Hologramm genauer unterteilen. Drücken Sie, um den Pinsel auszuwählen und dann die Farbe, die Sie auf die Haare Ihres Kunden auftragen möchten. Drücken Sie, um den Haarteil auszuwählen und bewegen Sie die Maus nach unten, während Sie gedrückt halten, um zu malen. Denken Sie daran, dass das Färben der Haare eines Kunden Präzision und Kreativität erfordert. Ich weiß nicht, ob das Kreativität erfordert. Haben Sie keine Angst zu experimentieren? Sagt das mein Kunde auch? Ich habe einen Farb... Was will sie denn haben? Was will sie denn haben? Das sieht sehr weiß aus. Ich brauche doch mehr Farbe. Oh! Oh, ich kann Verlauf machen. Oh! Wir färben jetzt doppelt. Das tut der Kundin gut. Aber irgendwie vielleicht doch lieber so? Ja, das sieht besser aus. Das passt zum Oberteil. Das ist gut. Sag mal, ich brauche das da unten. Aber irgendwie... Wir machen da ein bisschen Reflexion rein, ja? Hä? Digi, ich wollte das da unten haben. Was machst denn du da? Färb doch dreimal das gleiche Haar. Ich glaube, die kann ihre Haare gleich in der Tüte zum Mitnehmen bekommen. Ich will das jetzt... Ich will doch nicht mehr die ganze Teil. Ich will den großen Teil. Hä, was? Ich will den da! Den da! Den großen! Ich könnte so richtig schlimm... Vorne knallblau, unten knallpink und das Deckhaar so knallgrün oder so machen. Das machen wir bald. Hast du noch Termine frei? Klar! Klar! Immer!
Wieso ist die Kopfhaut so neonknall? Ich weiß nicht, ob ich ihr gerade die schönste Farbe ausgesucht habe. Ich glaube, das steht ihr nicht so gut. Aber gut, sie wollte das halt. Habt ihr auch gehört, ne? Einmal bitte Zuckerwatte auf meine Haare. Habt ihr auch gehört, ne? Schicke Frisur, sag ich mal. Fertig! Oh Gott, was... Ja, geht doch. Easy. So. Jetzt noch Dauerwelle. Nee, ich soll sie ja glätten. Prinzess McPrinzess, komm mal rüber. So. Also. Das Ausspülen der überschüssigen Farbe ist reine Formalität. Wähle die Dusche aus deinem Inventar aus und halte, um sie durchzuführen. Reine Formalität? Also... Hä, die Farbe, wenn die nass sind, ist viel schöner. Hallo, Typewriter. Hunger auf Zuckerwatte. Tja, woran das bloß liegt. Die ist viel schöner jetzt. Okay, so auch nicht. Kommt sie jetzt mal, sei nicht so faul, schneller. Hallo, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Mach mal. Oh Gott. So, sind wir gleich durch. Gar kein Problem, das ist ja alles, also trocken. Was hat der denn für eine Haarfarbe gewählt? Ist ja schrecklicher als meine. Pff. Die Haarstyling ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Friseurs. Ja klar. Um die Haare zu glätten, öffne Posys Werkzeugrad und wähle das Glätteisen aus. Hä, die machen das mit einer Bürste. Um einen Haarteil auszuwählen, und bewege die Maus nach unten, während du gedrückt hältst, um die Haare zu glätten. Ja klar, kein Problem. So. Wow, wenn das im echten Leben so einfach wäre, ne? Auch kein Hitzeschutz drauf oder so. Gar kein Problem. Ich frittiere ihre Haare gerne. Gar kein Problem. Ich glaube, die mag mich, wenn ihre Haare dann unten auf dem Boden liegen. Warum sind die Haare jetzt... Ach so, das war ja doch die Farbe! Oh! Ja gut, ich wollte Pastell, aber hey, also Kaugummi ist auch schön, oder? Du hast den Kurs abgeschlossen! Wenn Samara und Barbie eine Tochter hätten. Yep. Ich musste auch an The Ring denken. Haarschneiden mit Schere. Haarschneiden mit der Maschine. Ja, let's go, ich bin bereit. I feel much better now. Honestly, I couldn't have done it better myself. Ja, ich habe ja auch den, also ich habe ja auch eine Ausbildung im Gegensatz zu dir dazu, hä? Feels good when how you look reflects who you are on the inside. And I swear, I'm less of a mess than I seem to be. Give my warmest regards to Jordy. Danke, Chad. He really knew what he was saying when he recommended I see you this time around. Hope you've learned your lessons, because... Howdy ho! Yes, you heard me right. I'm going to get out of your hair now. I'm going to get out of your hair now? Okay. Was ist das? Salons. Happy Meat. Ich will... Hä? Früher hatte jemand Schweineohren geschnitten. Jetzt kannst du dasselbe mit deinen Kunden machen. Nur ein Scherz. Alter. Ich schneide den Kunden auch die Ohren ab. Okay. Ich meine, die Ohren sind nah an den Haaren. Passiert? Nice to meet you. Oh Gott, Leute. Oh mein...
Hey, kid, I know I said I'd leave you alone. But do you have a moment to talk about company branding? I'm very happy to see you try and make it on your own. Still, people need to be able to tell you from the competition. That's why it's important to put some thought and effort into your own label. Take a minute to design something that fits your idea of your brand, or just looks silly enough. How to win. Also das ist zu groß, ja. Das ist schön, das passt perfekt da rein. Wir müssen ja niemanden anschreien. Hä, was ist das denn für eine Hintergrunddeckkraft? Das ist nicht die Deckkraft. Okay, mach doch nochmal groß, was passiert hier? Ah, ja, ja, sehr gut. Machen das natürlich pink. Das ist nicht die Deckkraft. Dankeschön, Pinke Beere, fürs Subgift an Leonie Kuni. Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Das scheint schon ganz gut, hebt sich ab. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob da jemand also dann kaufen würde. Das ist zwar sexistisch, aber das nehmen wir. Männer haben zu kurze Haare. Ich will nur Menschen mit langen Haaren. Wir machen aus dem Sexismus, machen wir keinen Sexismus, weil das ist gar nicht, also das sind keine Frauen, das sind einfach nur lange Haare. Mit kurzen Haaren müsst ihr nicht bei mir vorbeikommen, ja? Also ich finde eigentlich, das ist jetzt so, nee, da, eigentlich müsste das schwarz werden. Ich finde, wir nennen das einfach Brittany. Wie habe ich sie genannt? Brittany? Habe ich sie Ich habe sie falsch geschrieben. Ne? Ich habe nicht Brittany. Egal, wir haben uns halt einfach verschrieben. Wir Brittany Shears. So. Wir sind Ego. Ich bezahle auch für rosa Haare. Ich bezahle auch für rosa Haare. Warum solltest du nicht für rosa Haare bezahlen? Und dann noch zu struppigen Borsten. Hm? Der Stein sieht komisch aus. Vielleicht doch ein bisschen größer. Machen wir so. Cheers, Leute. Was, wenn bereits der erste Kunde eine Glatze will? Dann schmeiß ich ihn raus. Jeder Friseursalon muss sauber sein, daher musst du regelmäßig den Müll rausbringen. Greife den Gegenstand mit Blub, Zielen auf den Mülleimer und lasse die Taste los, um Müll wegzuwerfen. Well. Wenn du einen neuen Salon kaufst und oder deinen alten dekorieren möchtest, verkaufe die vorhandenen Möbel, um Geld zu erhalten. Gehe einfach zu dem unerwünschten Möbelstück, ziehe eine Brieftasche heraus, ziehe deine Brieftasche heraus und halte Bip. Hier hat sich offensichtlich niemand um den Ort gekümmert, um die Löcher in der Wand zu reparieren. Gehe zu ihnen, nimm die Kelle heraus und halte. Können wir bitte einen Schritt nach dem anderen? Nein? Okay, gut. Der Boden wird sich nicht von selbst kehren, traurig, aber wahr. Verwende deine treue Schaufel. Meine Schaufel. Naja, gut, wenn, also so dreckig, wenn das, ich mein, gut. Ich mag es schon, Fenster zu putzen. Nimm mein Tuch heraus und halte, um Schmutz zu entfernen. Ja, 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 ich mache jetzt Geld. Was kann ich denn alles verkaufen?
dein Besen schaufelt. Ich weiß es auch nicht. Bitte verurteile sie nicht. Wir wissen auch nicht, was wir tun. Hier gibt es keine Essiggurken. Ist das so ein Butter? Ach nee, das ist ein Messer und ein Baumstamm-Dings. Ich dachte, das ist so ein Butterstampffass. Voll echt. Gut. Oh. Alter, nur eine Flasche kann ich auf einmal tragen. Hallo Minimal. Ah, ich hab den Stream verpasst. Ja, kannst aber froh sein. Also, wir öffnen jetzt gerade erst unseren Laden. Also von dem her. Das kann ich verkaufen, okay. Oh. Da ist noch Pfand drauf. Warum schmeiße ich das einfach weg? Mann. So. So. Das geht auch verkauft. Das geht auch verkauft. So. Weg. Danke. $50 für so ein altes Fass. Naja, gut. Ist kaum zu fassen. Das funktioniert nicht. Wofür habe ich einen Staubsauger, wenn der nicht sauber macht? Pfand gehört daneben. Der stand daneben. Ja, ich spiele Hausflipper. Das stimmt. Und wie kriege ich den Boden weiß? Nur so eine Frage, weil der ist echt dreckig. Hä? Ach so. Muss klicken dafür, nicht schieben. Okay. Vintage Look. Ach so, klar. Kreativ, oh mein Gott. Putzen sie alle? Ach ja, Fenster putzen. Ah ja, genau. Hä, die sind doch noch gut. Hä, ich sehe doch noch was. Warum, hä, warum sollte ich die putzen? Das geht doch noch. Wie der läuft. Na, die läuft okay. Stramm Schrittes. Das ist fast wie ein Fernseher. Katastrophe. Gott, Minimal. Nicht einfach neu kaufen. Ja, die waren doch noch gut. Level 1. Die will zu mir, glaube ich. Male den Salon. Ich male den Salon. Sie können die Farbe der Wände und Bodenfliesen in Ihrem Wohnzimmer ändern. Drücken Sie dazu Tab, gehen Sie zum Shop und rufen Sie die Registerkarte Salonpersonalisierung auf. Klar. Wähle einfach das Muster aus, das dir gefällt. Du wirst, oh Gott, betrayed, sofort deinen Pinselhammer in die Hand nehmen. Dein Pinselhammer. Ja, dein eigenes Muster aufzutragen. Keine Ahnung, ich mache einfach. Geschäft. Salonpersonalisierung. Also ich hätte gern... Also eigentlich ist das nicht so schlau. Oh. Weiße Ziegel. Okay, kannst du... Mach weiter jetzt. Sehr gut. Aber mache ich das jetzt... Okay, eine Frage. Wenn ich jetzt aber vielleicht doch lieber weiße Paneele noch auf die anderen Seiten hätte... Warte mal, gibt es noch mehr? Aber Farbe oder so? Nein? Marineblauputz. Nee,
Ich will keinen machen hier blauen Putz. Ja, ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir machen gegenübereinander anders. Wir machen zwei Steinwände und zwei Panelwände. Oh nein, das ist. Da bin ich ausgerutscht. Also ich glaube, ich trickse das gerade aus. Also ich glaube, das soll gar nicht so gehen. Aber ich mach's einfach. Also ablenkt, die schneidest. So. Das ist eigentlich nicht so schlau, Dunkles zu nehmen, aber ich mag dunklen Boden. Weil der Laden ist nicht so groß, aber gut. Oh Gott, Tutorium. Du kannst den Salon nach deinem Geschmack dekorieren. Wenn dir die Ideen ausgehen, sieh dir den Abschnitt Sets im Tablet an. Wie sind mir die Paneele zu eng? Kriegt man irgendwie... Galaxy-Friseur. Wo ist denn Galaxy? Ich will... Nein! Na, von mir aus, wenn ich muss. Ich will selber. Auspacken. Wie packe ich? Ah, oh. Um meinen Gegenstand auszupacken, drücke E und halte es gedrückt, bis der Gegenstand ausgepackt ist. Wenn es ein Problem mit dem Öffnen des Pakets gibt, wirst du mit einer entsprechenden Nachricht informiert. Wie? Sag mal! Ich bin stark. So, du sollst dahin. So, und du sollst... Machst du jetzt gleich... Ach so, das ist falsch. Hä, wo... Ach, hier. So, du dahin. Und jetzt... Schön! Am Anfang eines jeden Tages hast du etwas Zeit für Vorbereitung. Wenn du denkst, dass der Zustand des Salons ausreichend ist, geh zu den Türen und klicke auf die Tafel, um Termine für die Kunden zu vereinbaren. Du kannst dies auch über das Tablett tun. Das Vereinbaren von Terminen mit Kunden ist sehr einfach. Ziehe den Kunden, den du betreuen möchtest, auf eine freie Stunde im Kalender. Die Kunden werden zur vereinbarten Zeit erscheinen, sei also bereit, sie zu empfangen. Du kannst den Tag vorzeitig beenden, indem du auf die Tafel klickst. Während des Arbeitstages kannst du den Salon nicht umgestalten. Kein Kauf neuer Gegenstände, kein Umräumen. Beginn den Tag verantwortungsbewusst. Viel Spaß damit. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich daran zu ändern, wie bestimmte Werkzeuge funktionieren, bla bla. Okay. Kundenterminvereinbarung. Sam Baker. Die Alicia, die hätte ich gern. Ganz früh hätte ich die gern. Und die Sandra, Prestige Level 2. Ui, das kann ich noch nicht. Und danach direkt den Sam. Okay, ich mache den auf die 12, damit ich auch eine kleine Mittagspause habe. Und dann reicht das auch für den Tag, würde ich sagen. Wie mache ich denn Prestige Level? Gut. Ein Friesenleger. Oh Gott. Minimal. Hallo Alicia. Ja, wir befeuchten jetzt ihr Haar. Achso, wir befeuchten ihr Haar hier. Ja, seien Sie froh, dass Sie da nicht Ihre Haare Oh, das war mehr als Secondhand, würde ich sagen. Bist du eine Katze? Scheinbar nicht. Sonst wäre die jetzt aufgestanden und gegangen. Schneiden Sie die Spitzen. Ach klar, gar kein Problem. Schere ermöglichen das Schneiden der Haare in einer geraden Linie. Klicken und halten Sie, um die Schere an Ort und Stelle zu halten und den Schneidewinkel zu ändern. Wenn alles in Ordnung ist, klicken Sie zweimal, um die Haare zu schneiden. Im unteren rechten Bereich können Sie die Länge der Schnittlinie ändern. Ach, pfff.
Pi mal Daumen. Das willst du alles weghaben. Ja klar, gar kein Problem. Gar kein Problem. Seht ihr, wie gut... Sind sie sich da sicher? Ich meine, es ist jetzt zu spät, aber... Ich meine ja nur. Also da hätte ich auch einen Topf drauf tun können und drumschneiden. Das ist irgendwie nicht ganz gerade, aber hey. Trocknen Sie die Haare? Klar, gar kein Problem. So. Ein guter Topschnitt. Drei Sterne. Na, toll. Bin ich jetzt fertig? Gehen Sie bitte hinten raus. Hier? Ah, Staubsauger. Ich muss hier erstmal die Haare weg. Oh, hallo Flaviana. Das ist sehr schön. Herzlich willkommen auf Twitch bei uns. Hakuna Matata. Okay. Rasieren Sie den Kunden komplett glatt. Ja, let's go. Achso, das ist falsch, ja. Warte. Dreh dich doch jetzt endlich. Wer hat das gefärbt? Hey, man. I have no idea what to do with that bird's nest on my head. First I had a mohawk, grew it out, dyed it red. My mates from the band told me just to shave it all off. So why don't you? Ain't got much to lose. Can't look any worse than I do already. Das stimmt. And we got a gig this evening. Maybe you could come. Na klar. Relax. I'm gonna pay you with real money. We're not famous enough to pay people with show tickets. Yet. Dankeschön, Flaviana, für den Prime-Sub. Dankeschön, vielen Dank. Das, die Altheit Hotel. Oh, ja, würde ich auch gern weiterspielen. Also, ich will gern die ganze Geschichte erfahren. Aber ich weiß nicht, ob wir alle Enden machen. Aber Eiltide würde ich gerne noch weiterspielen. Die schnellste Möglichkeit, die Haare zu schneiden, ist mit einer Maschine. Wählen Sie die Maschine aus und halten Sie gedrückt, um sie zu verwenden. Im unteren Bereich können Sie auswählen, wie kurz die Haare geschnitten werden sollen. Komplett glatt. Null. Was sagt ihr? Hä? Also ich bin begeistert. Hab ich gut gemacht. Ja, vielleicht lieber so. Oh, wartet, in der Mitte muss auch noch was. Okay, das ist also seitlich, aber was sagt ihr? Steht ihm, oder? Ich helfe dir natürlich. Hui. Erstmal ein Loch in den Kopf. Hui. Machst du auch Hausbesuche? Also kommt drauf an, wie viel gezahlt wird, aber dann ja klar, also. Ich meine, bei meinem Talent bin ich nicht billig, wie du also dir vorstellen kannst, nicht wahr? Ich meine, ich bin eine Virtuosin am Rasierer. Ich meine an der Maschine. Besser als vorher.
That looks sick, man. Das hättest du auch selbst geschafft. Thanks for letting me cut loose. Now I'm ready to make some noise. Hallo, Weidenmagie. Traummann. Ja, auf jeden Fall. I'd really like to see you at our gig. Sure, it's in a basement, but it has great acoustics, I promise. Ich würde gern hingehen. You would have to buy a beer or two, though. Kann ich was anderes trinken? The owner of the bar made us promise we'd get him some revenue. Du hast ein Loch im Oberteil. Ich war's nicht. Oh, du hast nicht nur ein Loch. Okay, alles gut, das soll so, glaube ich. Ich meine, er war 3 zufrieden. Ich meine, zufriedener Kunde ist ein guter Kunde. Das war dein letzter Kunde? Ja, wir möchten den Tag beenden. Nein! Vielen Dank, dass du bei uns warst und bis zur Vollversion.